Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema elektrische Lenkradverriegelung. Das ist ein sehr wichtiges Thema für alle BMW- und Mini-Fahrer, die eine elektrische Lenkradverriegelung haben. Ob ihr eine habt, könnt ihr ganz einfach feststellen, wenn die Zündung aus ist und ihr das Lenkrad bewegen könnt, dann habt ihr keine elektrische Lenkradverriegelung. Wenn das Lenkrad fest ist, dann habt ihr eine. Wenn ihr eine habt, werdet ihr früher oder später damit Probleme bekommen. Und das Problem zu lösen, zumindest für ein Jahr, ist eine sehr teure Angelegenheit. Wir sprechen zwischen 3.000 bis 3.500 Euro. Und ihr habt nur ein Jahr Garantie, denn BMW tauscht bei der elektrischen Lenkradverriegelung die Lenksäule, die Wegfahrsperre und das Motorsteuergerät. Und dann habt ihr ein Jahr Garantie. Es kann auch natürlich sein, dass ihr 3.500 Euro bezahlt habt und das Problem ist immer noch da. Denn BMW kann argumentieren, die Verkabelung zwischen Wegfahrsperre und der elektrischen Lenkradverriegelung ist defekt. Und dann müsste der ganze Kabelbaum im Innenraum getauscht werden. Und sicherlich könnt ihr vorstellen, wie teuer das ist. Nicht günstig. Deswegen haben wir eine Lösung erarbeitet, damit man das Thema für immer beseitigen kann. Wir haben hier zum Beispiel ein Fahrzeug, was keine elektrische Lenkradverriegelung hat. Wenn ihr zum Beispiel einen X5 habt, einen X6, einen 7er BMW oder sogar einen 3er BMW E90, E92, E93 oder E91 mit einem DKG-Getriebe, haben diese Fahrzeuge ebenfalls keine elektrische Lenkradverriegelung. Das heißt, es gibt Fahrzeuge mit und es gibt Fahrzeuge ohne. Aber woher weiß ich zum Beispiel, welches Fahrzeug eine hat und welche nicht? Das ist von der Ausstattung abhängig. Wenn ihr eine habt, dann, wie gesagt, ist das natürlich ein Problem, was irgendwann jeden von euch treffen wird. Warum ist das so kompliziert? Die elektrische Lenkradverriegelung hat einen Stellmotor. Der Stellmotor ist hier verbaut, so kann man sich den vorstellen. Der ist hier drin und das ganze Teil sorgt dafür, dass die Lenksäule sich bewegt oder nicht bewegt. Hier haben wir einen Stellmotor, der macht das Ganze auf und der macht das Ganze halt zu. Das Ganze wird gesteuert von der Wegfahrsperre. Bei älteren Fahrzeugen sah die Wegfahrsperre zum Beispiel so aus. Bei neueren Fahrzeugen sieht die Wegfahrsperre zum Beispiel so aus. Und wir haben ein Motorsteuergerät. Deswegen muss man verstehen, dass das ganze System aus drei Komponenten besteht. Das heißt die Lenkradverriegelung an sich, die Wegfahrsperre, die das Ganze steuert und das Motorsteuergerät. Das Interessante ist, dass diese ganzen drei Systeme synchron laufen. Deswegen bringt das auch nichts, die elektrische Lenkradverriegelung zu tauschen. Es bringt auch nichts, irgendwelche Emulatoren einzubauen, die die Lenksäule bzw. emulieren oder simulieren, dass die funktioniert. Nur wenn man die Wegfahrsperre, das Motorsteuergerät und die Lenksäule tauscht, dann ist das Thema erstmal erledigt, vorausgesetzt, dass die Kabellage in Ordnung ist. Das muss einem halt klar sein. Deswegen ist das auch eine sehr teure Angelegenheit. Wir haben die Möglichkeit, euer Fahrzeug so zu modifizieren, wie die Fahrzeuge ohne elektrische Lenkradverriegelung. Das heißt, wir können das so modifizieren, es ist keine Manipulation, das ist keine irgendwelche falsche oder komische Software, das ist eine Lösung, die im BMW-Universum existiert. Das heißt, ihr habt den Vorteil, alles funktioniert wie gehabt, nur ihr habt keine elektrische Lenkradverriegelung. Denn die Steuergeräte werden so modifiziert, wie ein Fahrzeug ohne elektrische Lenkradverriegelung. Ihr habt auch keine Fehler, so wie hier zum Beispiel. Ihr seht, alles funktioniert ohne elektrische Lenkradverriegelung. Ihr könnt zur Diagnose fahren. Es können bei dem Fahrzeug Kodierungen durchgeführt werden. Ihr könnt Steuergeräte wechseln. Alles ist genau so, wie es sein sollte. Auch die Schlüssel und die Wegfahrsperre ist alles aktiv. Deswegen ist das eine Möglichkeit, das Problem für immer zu lösen. Das heißt, ihr investiert einmal und das Thema ist für immer erledigt. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, das so instand zu setzen, dass es so funktioniert wie ab Werk für euer Fahrzeug. Nur, wie ihr schon mitbekommen habt, es ist eine sehr teure Angelegenheit. Es kann sein, dass der Kabelbaum defekt ist. Es kann sein, dass zum Beispiel diese ganzen Steuergeräte ein Problem haben. Wir tauschen in jedem Fall die Wegfahrsperre. Aber es kann natürlich sein, auch dass das Motorsteuergerät damit zusammenhängt und auch ein Problem hat. Wir tauschen natürlich auch die Lenksäule, wenn wir das komplett tauschen müssen bzw. zum Laufen bekommen. Aber es ist eine sehr teure Angelegenheit. Deswegen empfehlen wir natürlich die Variante, dass man das so modifiziert, denn was nicht mehr verbaut ist, kann auch nicht mehr kaputt gehen. Schreibt gerne in die Kommentare eure Erfahrungen mit der ganzen Thematik. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr Fragen habt, ruft uns einfach gerne an. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.